Hallo Erstis und willkommen im nächsten Clip zu eurer Erstsemestereinführung. Ich bin hier gerade im Audimax, leider vor leeren Rängen. Eigentlich solltet ihr hier sitzen. Da das aber nicht geht, machen wir wenigstens dieses Video hier. Und jetzt geht es um dieses kleine Teil. Das ist euer Studierendenausweis oder kurz Studychip. Viel Spaß dabei. Warum ein komplett eigenes Video zum Studychip? Naja, ihr könnt hiermit einige Sachen machen und es lohnt sich doch, da mal ein paar Worte auch darüber zu verlieren. Vielleicht vorweg noch einige Worte zum Abholen bzw. zum Bekommen des Studychips. Idealerweise habt ihr den Studychip bei eurer Immatrikulation schon bekommen. Ist das nicht der Fall, habt ihr vielleicht den Studychip schon beantragt. Das ist dann der Fall, wenn ihr das Formular dafür ausgefüllt habt, ein Passbild hinzugefügt habt und an die Hochschule geschickt habt. Habt ihr das noch nicht gemacht? Das Formular findet ihr auf der Webseite, ihr kennt es mittlerweile, Link in der Videobeschreibung. Ausfüllen, Lichtbild hinzu, also Passbild hinzufügen, an das Studienbüro, hier an die Hochschule schicken und sobald es im System bearbeitet ist und der Studychip bereit liegt, könnt ihr das abholen. Wichtig, Studychip braucht ihr, bitte abholen. Ja, was könnt ihr jetzt damit eigentlich machen? Wie es der Name schon sagt, als Studierendenausweis weist ihr euch damit als Studi aus und es ist deshalb notwendig oder hilfreich, weil als Studi, mit dem Status als Studi, habt ihr doch einige preisliche Vorteile, betrifft beispielsweise kulturelle Geschichten wie Theater oder Museen, häufig aber auch Kinos, Sporteinrichtungen wie Eissporthallen, Schwimmbäder, aber auch andere sportliche Geschichten. Es geht sogar so weit, dass ihr häufig Handyverträge günstiger bekommt oder Laptops. Einfach immer schauen. Auch Tipp von uns, habt den Studychip immer bei euch und selbst wenn keine Preise für Studis angegeben sind, fragt einfach nach, häufig lohnt sich's, denn häufig bekommt ihr nochmal separate Studiepreise. Kurzer Exkurs an dieser Stelle, ihr weist euch hiermit aus, genauso wichtig zum Ausweisen, vor allem hier intern an der Hochschule, ist die Matrikelnummer. Die habt ihr bekommen bei den oder auf den Dokumenten eurer Immatrikulation, findet die Matrikelnummer aber auch in HIS, dem Hochschulinformationssystem. Separates Video folgt im Anschluss an dieses Video, nur dass ihr es schon mal gehört habt. Matrikelnummer sehr, sehr wichtig, braucht ihr beispielsweise, wenn ihr Klausuren schreibt, müsst ihr die mit angeben oder wenn ihr Hausarbeiten schreibt. Grundsätzlich bei Prüfungsformen müssen die immer mit angegeben werden, deswegen Matrikelnummer am besten auswendig lernen und immer bei euch behaben. Ja, nächste Funktion, Semesterticket. Ihr seht diese blau aufgedruckte Schrift, das ist das Semesterticket für den Rhein-Main-Verkehrsverbund, kurz RMV. Idealerweise wurde das schon bedruckt, komme ich aber gleich dazu. Das bedeutet, ihr könnt im gesamten RMV-Gebiet kostenfrei alle Regionalzüge, S-Bahnen, U-Bahn, Straßenbahn und Busse nutzen. Wir haben hier einmal den Geltungsbereich abgebildet. Wichtig hier zu sagen oder zu beachten sind die unterstrichenen Haltestellen. Das sind die sogenannten Randbahnhöfe. Alles, was darüber hinausgeht, dafür muss separat ein Ticket gelöst werden. Kleines Beispiel, ihr wollt von Frankfurt nach Kassel. Ihr könnt mit dem Studychip bis an die unterstrichene Haltestelle fahren. Für die restliche Distanz braucht ihr ein separates Ticket. Ja, wie gesagt, idealerweise ist das für euch schon im ersten Semester bedruckt. Bitte überprüft das. Wenn nicht, dann könnt ihr ins Gebäude 1 an die Semesterticket-Drucker gehen und den Studychip reinstecken. Sobald ihr immatrikuliert seid, hier im System registriert seid, könnt ihr das pro Semester so häufig bedrucken, wie ihr möchtet. Ist dann der Fall, wenn es beispielsweise unsauber bedruckt wurde oder wenn es durch das regelmäßige in den Geldbeutel stecken einfach unleserlich wird. Kein Problem, macht das so häufig, wie ihr möchtet. Ab dem zweiten Semester müsst ihr das dann für jedes Semester neu machen. Da hilft dann gar nichts mehr, sondern müsst ihr immer vorbeikommen. Sobald ihr euch rückgemeldet habt, ist das möglich. Rückmeldung bedeutet, ihr habt einfach den Semesterbeitrag für die kommenden Semester, also für das jeweils kommende Semester überwiesen. Die Höhe des Betrags und auch die Fristen, wann ihr das machen müsst, findet ihr auf der Webseite der Hochschule. Kennst, Link in der Videobeschreibung. Denkt da bitte rechtzeitig dran, sowohl zu überweisen, weil sonst gibt es eine Säumnisgebühr. Im dümmsten Fall, wenn es zu lange dauert, werdet ihr sogar exmatrikuliert. Und dann natürlich auch bedrucken, weil sonst wird es teuer, wenn ihr in den Bussen, Bahnen etc. angehalten werdet und habt kein gültiges Semesterticket bei euch. Das Datum von wann bis wann es gültig ist, steht auch nochmal hier drauf, könnt ihr ganz einfach überprüfen. Rückerstatten könnt ihr euch den Beitrag für das Semesterticket ebenfalls in einigen besonderen Fällen, beispielsweise wenn eure gesundheitliche Situation das Nutzen des RMVs grundsätzlich euch unmöglich macht, aber auch wenn ihr ein Jobticket habt beispielsweise oder wenn ihr an einer anderen Hochschule hier im RMV-Gebiet immatrikuliert seid, dann müsst ihr das natürlich nicht zweimal bezahlen, da wird euch dann ein Beitrag gutgeschrieben oder das bekommt ihr besser gesagt zurück. Die genaueren Informationen dazu beziehungsweise auch die Auflistung aller Gründe, wann ihr euch befreien lassen könnt, findet ihr auf der Webseite des ASTAS. Link in der Videobeschreibung. Nächste Funktion. Ihr könnt hiermit bezahlen. Betrifft vor allem die Mensa. Ihr könnt in der Mensa hiermit bezahlen.
ihr könnt damit drucken bzw. die Druckkosten bezahlen, die in den PC-Pools hier in der Hochschule anfallen. Wir haben hier mehrere PC-Pools. Ihr könnt aber auch, wenn beispielsweise Säumnisgebühren für Bücher anfallen, die ihr nicht rechtzeitig in der Bibliothek zurückgegeben habt, bezahlen. Das Geld dafür ladet ihr in einem Automaten vor der Mensa auf. Direkt vor der Mensa ist ein kleiner Kasten. Steckt ihr den Study-Chip rein. Ihr braucht dafür eine EC-Karte. Bargeld geht hier nicht. EC-Karte reinstecken, PIN eingeben, Betrag auswählen, den ihr aufladen möchtet. So einfach geht das Ganze. Es dient aber auch als Benutzerausweis. Ihr könnt euch hiermit an der Hochschule einmal in der Bibliothek ausweisen. Ich habe es gerade erwähnt. Bibliothek könnt ihr die Säumnisgebühren bezahlen. Ihr müsst euch damit aber auch in der Bibliothek ausweisen, beziehungsweise ihr müsst euch erstmal registrieren. Auch dafür braucht ihr den Study-Chip und auch im SLZ, dem Selbstlernzentrum, könnt ihr euch hiermit ausweisen. Zu beiden Punkten, zur BIP und zum Selbstlernzentrum, haben wir nochmal ein paar genauere Informationen in separaten Videos für euch. Ihr könnt euch damit aber auch bei uns im ASTA ausweisen, für den sogenannten ASTA Follow Me Print. Das ist ein separates Druckangebot hier parallel zur Hochschule. Dazu meldet ihr euch einfach bei uns im Roten Haus, Gebäude 5 im Service Point an. Und dann könnt ihr zu unseren Druckern, das ist ebenfalls einer im Roten Haus, Gebäude 5, oder auch einer vor der Mensa, und könnt euch damit ausweisen. Das Guthaben, das Geld, das ihr hierfür benötigt, ladet ihr ebenfalls, oder müsst ihr bezahlen und ladet es dann auf ein Konto, ist dann aber nicht auf der Karte gespeichert, sondern separat. Weitere Infos zum Follow Me Print haben wir auch in einem separaten Video und ihr kennt es, auf der Webseite stehen auch nochmal mehr Informationen. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Das waren die Funktionen. Jetzt noch zum Verlust ein paar Worte. Wenn ihr das Teil hier verliert, wird es teuer, kostet 35 Euro. Das Guthaben, das ihr hier drauf ladet, also für Mensa, für die Druckerpools der Hochschule, das ist leider futsch, das bekommt ihr auch nicht wieder. Das Guthaben für den ASTA Follow Me Print ist, wie gesagt, hier nicht betroffen, da dient das Ganze ja bloß als Benutzerausweis. Wenn der Study-Chip defekt ist, dann kostet es in Anführungszeichen nur 10 Euro. In beiden Fällen ist jedoch das Studienbüro dafür verantwortlich. Einfach hingehen, sich melden, dass ihr einen neuen Study-Chip braucht. Dort bekommt ihr dann auch ein Ersatzticket für das RMV-Gebiet, weil das ist ja logischerweise auch futsch. Das war's mit den Informationen jetzt aber auch schon zum Study-Chip. Ihr habt gesehen, es gibt doch einiges hierzu zu sagen. Ist noch irgendwas unklar oder habt ihr Fragen? Schreibt es einfach in die Kommentare, kommt zu uns im ASTA vorbei, beziehungsweise fragt eure Fachschaften, die helfen da auch immer gerne weiter. Im nächsten Video, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, gehen wir jetzt auf FIS ein und auch auf weitere Online-Tools und auch beispielsweise die studentische E-Mail-Adresse. Wir sehen uns dann auch in diesen Videos. Bis dahin, ciao.